Mitte August war es wieder soweit. Im Schlosspark von Börnichen fand am 11. und 12. August wieder das Open-Air-Musikfestival Insect Launch auf der Waldbühne statt. Auch dieses Jahr machte das Festival wieder seinem Namen alle Ehre, wie sicherlich der eine oder andere Besucher hinterher gemerkt haben dürfte. Die Lounge im Wald war bereitet und stimmungsvoll ausgeleuchtet. Und auch die Insekten hatten noch einmal ihre Flügel poliert und die Rüssel frisch angespitzt. Noch war es ziemlich ruhig hier im Wald, doch das sollte sich bald ändern. Wie bist du zu dem Festival Insect Launch gekommen? Ich bin vor 5 Jahren von der Band eingeladen worden, die Technik hier zu machen. Und aus welchem Ort kommt ihr? Aus einem kleinen Ort bei Nürnberg. Nürnberg, das ist ja nun nicht gerade um die Ecke, das ist ein ganzes Stück weit her. Lohnt sich das denn für dieses Festival so weit zu fahren? Auf alle Fälle, allein für die schöne Atmosphäre hier und die vielen netten Leute, die guten Bands. Ich finde es einfach ein super schönes kleines Festival von einem super Verein organisiert. Den Auftakt machte das Jugendblasorchester Oederan mit einer eigenen Interpretation von ABBA. Benny Anderson ahnte seinerzeit bestimmt noch nicht, dass seine Musik 40 Jahre später zu Volksmusik wird. Doch so kann es gehen. Also das Festival gibt es insgesamt seit 1999. Es gab einige Unterbrechungen zwischenzeitlich. Seit 2012 ist es wiederbelebt worden und seitdem gibt es kontinuierlich. Hier an der Slar gab es besondere Herausforderungen. Am Freitagabend Starkregen, besonders niedrige Temperaturen. Also das war schon eine Herausforderung für uns, speziell die Parkplatzsituation, um das zu meistern. Wir mussten auch noch Feuerwehrleute mit einsetzen. Aber hat alles sehr gut geklappt, gut funktioniert. Begeistert sind wir, dass trotz des schlechten Wetters tatsächlich Publikum da war, dass wir verhältnismäßig viele Gäste für das Wetter hatten. Und sind wir ganz stolz drauf. Max Rademann, seines Zeichens Moderator und Maskottchen des Festivals, verschlug es dieses Jahr in das Nachmittagsprogramm. Hero takes a driver. Hero takes a driver. Du hast den Mammut. Ich bin jetzt zum 3. Mal hier dabei. Was ich sehr schön finde, dass halt auch viele Besucher mit Kindern hier sind. Ich bin hier zum 1. Mal. Und was gefällt dir hier bei dem Festival? Halt die Musik und die Beleuchtung. Gegen 18.30 Uhr stand dann mit Kara am Sonnabend die erste Rockband des Tages auf der Bühne. Wir sind ja ein Festival, das sich in erster Linie durch ehrenamtliche Arbeit auszeichnet, das keinen Eintritt verlangt. Wir wollen, dass diejenigen, die was geben können, etwas geben. Diejenigen, die nichts geben wollen, auch nichts geben müssen. Und so sind wir auch auf Spenden angewiesen. Und in diesem Jahr haben wir einen speziellen Spendensammler eingestellt, kann man fast sagen. Unser Faschingsvorsitzender, der Herr Uwe Grasselt, der hat sich in ein Kostüm gesteckt und ist als Biene oder als Hornisse auf dem Festivalgelände herumgelaufen, hat Spenden eingesammelt. Und das, denke ich, ist eine Geschichte, die gut funktioniert hat und die wir auch zur Tradition werden lassen wollen. Ich bin die Paula, ich komme aus Zwickau und ich bin hier, ist das zweite Mal. Und letztes Jahr haben wir im Auto geschlafen und dieses Jahr das erste Mal in meinem ganzen Leben Zelt. Letztes Jahr waren wir bei der Band, das ist die Dirty Blondes, da haben wir eine CD bekommen, die letzte. So vielfältig wie das Publikum war auch die Musik. F.W. Smalls brachte musikalisch einen Hauch der großen, weiten Welt auf die Waldbühne. She thought it was about time to pave around right now. No flirting, no charming approach could soften the blow. And when I asked her very nice if I might pave around on Monday, she said it nice and slow. She said no. She said no, no. Mir gefällt hier sehr gut die Musik und die Beleuchtung finde ich auch sehr cool und halt die Leuchter, die dann immer so überall rum Licht machen, finde ich sehr schön.
Gegen 21 Uhr betraten dann Caspian Sea Monster die Bühne. Die Band aus Chemnitz begeisterte das Publikum mit postrockigen Klängen und Klangmalereien. Wir haben große Pläne, aber die nicht in unserer Hand liegen. Wir wollen gerne das Bühnenbauwerk erneuern. Es gibt einen Entwurf dafür. Die Stadt hat auch eine Interessensbekundung für ein Förderprogramm eingereicht für diese Bühne. Und da hoffen wir einfach, dass das vielleicht im nächsten Jahr abgetragen wird, das alte, und das neue entsteht. Das wäre eine ganz großartige Geschichte. Am späten Abend, kurz bevor der Himmel wieder seine Schleusen öffnete, gelang es uns dann noch, ein Interview mit einer der Rockbands zu führen. Seit wann gibt es denn eure Band? Die gibt es seit Anfang 2016, also jetzt so gut anderthalb Jahre. Und in welcher Besetzung spielt ihr? Ja, ganz klassisch halt, so ein Trio. Ne? Bass, Schlagzeug, das sogenannte Power-Trio. Wie würdet ihr denn selbst eure musikalische Stilistik beschreiben? Ja, generell ist das sicherlich Hard Rock mit vielen Einflüssen von anderen Musikrichtungen. Also wir haben einige Sachen aus Blues, Psychedelic, aber auch aus Desert Rock. Einige hören auch ein bisschen neue deutsche Welle raus, so schön deutschen Gesang. Also keine Ahnung, ob das stimmt, aber... Ist ein guter Mix von allem. Ist ein guter Mix von allem. Möchtet ihr euren Fans noch irgendetwas mitteilen? Ja, auf jeden Fall. Also vielen Dank, dass die ganzen Fans, also ja, unser Fanclub hier angereist ist. Und wir finden es großartig, dass das Insect Lounge schon seit fast 20 Jahren gibt, dass es immer noch stattfindet und dass sich hier jedes Jahr Leute sehr viel Mühe geben, das auf die Beine zu stellen. Also ich bin jetzt das erste Mal hier. Großartig. Ich bin jetzt das erste Mal hier. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne Location, eine sehr schöne Bühne und wir werden auf jeden Fall nächstes Jahr wiederkommen und möchten auch alle anderen einladen, unbedingt hier mal vorbeizuschauen. Es lohnt sich.